Rifleman 2 sitzt. So, Pfleger ist auch am richtigen helischen Draht. Blau aufgesessen. Ich glaube, ich bin blau. Check Pfleger, dann weißt du Heli so ein, dass ich nah genug in der Blau, sie sind rot, Action. Ja, kannst du mir noch schnell einen Funkkanal zu denen sagen? 7. Danke. So, blau, seid ihr alle da? Check. Danke. Hallo, meine Heli Boys, kann ich mich hören? Hier, Yamato melden, Abflug bereit. Tokio bestätigt. Akino, erstmal check. Teams ab. Nakano, hier Tokio, könnt ihr mich hören? Ich hab das Hotel gehört, Infos zum Lage vor Ort. Entfernt etwa. Akano, hier Tokio, könnt ihr mich hören? Verranntes, wir sind Akano 1. Ja, wir werden zwischen zwei Straßen, offenbar Asphaltstraßen, auf der Linken abgesetzt. Alles klar, dann heben wir die mal Richtung, ab und ist an einem Richtung Hügel umgeben von Wald. Habt ihr schon auf euren DGR wir die haben keine Schattennähe, keine größere, keine Felsen, keine Sender. Abschnittstelle ist in Microtech eingetragen. Wo genau abgesetzt werden, sage ich euch gleich. Perfekt, wir werden jetzt dort in der Nähe uns einen guten Platz suchen, das werdet ihr am besten machen. Schaut einfach, dass ihr dort eine schöne freie Stelle findet. Dort ist eh eine Lichtung. Am besten bei den Koordinaten 1, 1, 1. Ist auf Koordinate 1, 2, 4. Trennung 1, 1. Kollisionslichter sind aus, du navigierst. Abschlussstelle auf 1, 2, 4. Trennung 1, 1, 2. Sobald ihr uns abgesetzt habt, möchte ich euch dann sofort in die Luft haben und in einem Standby-Bereich. Dann auf einer Koordinate, die ich euch gleich melde. Ich glaube nur du hast da Kurs 2, 3, 0. Bitte wiederholen. Tokio, hier Yamato, komm. Tokio hört, komm. Frage, könntest du mir eine ungefähre LZ geben, komm? Ich starte mal gleich schon mit dem JZ. Pfleger? Eintreffen in etwa 2 Miles. Ha? Ungefähre LZ? 1-1-1, 1-2-5. 1-1-1, 1-2-5, check. Tokio an alle Einheiten, die freie Landezone. 1-1-1, Trennung. 1-2-5, Tokio Ende. Ja, eher umgekehrt, oder? Das hat mir der Chater gerade so gesagt. Ja, da sind Zahnräder drin, glaube ich. Ja gut, wenn ihr das selbst verstanden habt, dann... Ja, dann habe ich das hab falsch gesagt, sorry, ich bin ja so. Wir werden direkt am Abflugpunkt direkt daneben abgesetzt, Jungs. Ich wiederhole, 2 Straßen, Wald, Richtung am Hügel. Noch ein bisschen weiter, Akano 1, dann kommen wir gleich ran. Akano 1, verstanden. ETA, 30 Sierras. Ich möchte euch dann über der Markierung Sona kreisen haben, also auf Koordinate 133. 102, so verstanden kommen. 133 102, Akano 1 verstanden. Akano 2 check. Akano 1, die fliegen über die LZ. Links müsste die LZ sein. Links sind wir drüber, über der LZ. Akano 2 zur Landung ansetzen. Hörst du mich, Master? Ja, aber du musst genauer sagen, weil hier ist ziemlich viel Wald. Ja, es ist absolut sehr viel Wald, da ist keine Lichtung, scheiße. Wir sind schon drüber geflogen, Mann. Wir sind schon... Arcano 1 zurück, wir sind bereits über die Lichtung drüber. Arcano 2 Status. Weg, Alter. Ja, Kurs 000. Bestätige, Arcano 1 so sofort nach Richtung Norden einschlagen, kommen ins feindliche Territorium. Ich glaube, wir sind schon langs drin, ey. Chris, Arcano 1, Arcano 2 macht gleich Touchdown, Arcano 1 ist nicht los. Ja, Golke. Wir sind nur 4 Falsche. Kato für Tokio. Ja. Akano 2 für. Golke, ich verstehe kein Wort, Golke, tut mir leid. Ja, kommen. Wir haben den abgeschnittenen Heli im Westen. Die teilen wir ja auch. Alles klar, dann bringen Sie, landen Sie dort in der Nähe und lassen Sie die Leute aussteigen. Danach Abflug zu Sona, kommen. Wiederholen, der Wachung ist laut. So verstanden, der andere Squad. Ich setze Sie das Squad in der Nähe ab und dann zurückziehen nach Sona, kommen. Siehst du die Lichtung da rechts vor dir? Welche genau?
Ja, die jetzt genau vor uns ist, da drunter. Ja. Arcano 1, sie halten direkt auf die Abschussstelle zu, wir fliegen gleich wieder darüber hinweg. Zug hier für Arcano 2 kommen. Hört kommen. Unser Hauptmotor wurde bei der Landung beschädigt, kommen. Welche Peilung? Deck landet, verstanden. Die ist jetzt wieder und gliedern sie sich in Sicherung an. 2. 203. So verstanden. Warum? Ich bin zu hart aufgekommen. Ja, Hauptmotor im Arsch. Wir tokern alle Einheiten. Arcano 2 ausgefallen. Helikopterschaden zu hart aufgekommen. Chris, wir müssen dann Arcano 1 und 2 zurückschicken und den dann neu. Irgendwo, wir haben das einen Helikopter verloren, so lang zu hart aufgesetzt. Verrannte, soll ich hier irgendwo runter oder du musst mit mir reden? Ja, Landezone 170, 1 Kilometer. Arcano 2 machen sich bereit, bei Arcano 1 aufzusitzen und zurück zum Träger zu fliegen. Müsste hinter dem Hügel gleich sein. Verstanden, fliegen mit Arcano 1 zum Träger zurück und holen neuen Heli. Komm. Stetig, Standby. An die Piloten, wie lange noch bis sie landen? In Kürze. Stört sie nicht, Leute, wir sind gleich da. Okay. Wo ist der jetzt hin? Wir sind doch gerade drüber geflogen, verdammt. Arcano 1 rechts vor uns ist die Helikopter. Okay, reicht. Also abgestürzter Helikopter. Hershey 40 Grad von uns, alte Militärbasis. Okay. Sichtkontakt, Lichtung, frei, Helikopter. Helikopter auf 320. Wir haben gerade auf 3 Uhr den Helikopter, Wrack. Arcano 1, haben Sie Sichtkontakt? Hast du's, Master? Ja, hab ich, da gehe ich jetzt runter. Jo. Achten Sie darauf, Sie sind unser letzter Helikopter in der Luft. Sie müssen mit Arcano 2 zurückfliegen oder einen Helikopter für Sie holen. Sie dürfen jetzt nicht ausfallen. Ah, Master Jake anders. Ja, dann schwimmen wir halt, passt schon. Langsam! Aus, raus, raus! Negativ! Airborne. Piloten vor Ort, Piloten 3 Uhr neben uns. Hey, und jetzt raus, 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 alle raus, alle raus. Also Lagerinfo, wir haben hier ziemlich viel Downwash. Sag mir, wenn ich abziehen kann. So, Status. 2 befindet sich östlich von ihrer Position. Gleich 2. Bestätigt, kommen Sie her und steigen Sie in den Helikopter ein. Wir sind auf Koordinate 1, 3, 3. Wie geht's ganz gut? 1, 2. Arcano 2 drin? Guck, was ich machen kann. Sehen Sie den Helikopter von uns, Arcano 1? Negativ. Negativ, 2 noch nicht drin. Komm. Bewegen Sie sich hierher. Check, soll ich weg? Arcano 1, Rotoren aus. Will ich da raus? Negativ, ich bleib auf Standby. Wir wollen nach Hause. Wer sitzt denn da in dem Helikopter eigentlich? Wir sind das, die Piloten. Was die wir retten sollten? Ja, wir sitzen doch hier schon. Pfleger, die zu rettenden Piloten sind an Bord. Ich weiß, es geht aber noch um Arcano 2, die sind ausgefallen und müssen auch ausgeflogen werden. Verstanden. Ja, Scheiße. Okay, Arcano 1, neue Befehle, sofort abfliegen und Airborne. Piloten exfiltrieren. Okay, Schiff ist auf 048. Arcano 2 direkt bei der Abschussstelle sammeln. So, der Plan. Arcano 2 ist auch verstanden. Komm. Geil. Kurs. Arcano 1 fliegt zum Schiff. Gott sei Dank. Zum Schiff? Ja, dachte ich, oder? Kurs. Ja, check. Was für ein Schiff? Ferrantes, Kurs. 048, jetzt 047. Was schon so? Einfach geradeaus. Aber schnell da, die Jungs, du. Der ist wichtig. Wir sind die Nightstalker, Baby. Oh yeah. Und wir die VIPs, Baby. Ganz schön gut drauf, der plötzlich Beinergabe. Kann ich da eigentlich Knochen? Ja, ist das der Knochen? Und, ja, da gucken noch ein paar Knochen raus und so, ja, aber ansonsten geht's mir gut. Ich bin ja jetzt in hier. 4 Kilometer zum Ziel. Check, sehr gut. Mit sowas kann ich arbeiten. Arcano 2 Status. Haben wir da einen Arzt eigentlich?
Ihr seht doch den nicht. Heli ungefähr 200 Meter entfernt. Visual zur Armada. Abschnittstelle 500 Meter in Norden, dort Sammelpunkt. Fahr mal. 0493 Klick. 100 Meter auf dich der Abschnittstelle kommen. Ja, ich hab's erkannt, ich übernehme. Naja, noch ist die andere Heli-Crew nicht draußen, ne? Was für eine andere Heli-Crew, was ist da passiert? Unser zweiter Helikopter ist zu hart aufgesetzt und wurde beschädigt. Ernsthaft? Ja, wir müssen jetzt noch die ganzen Leute ausfliegen. Gott. Links ist der Flugzeugträger auf 9 jetzt. Ist das die Nimitz? Geil. Ne, ist nur Traverse-Class. USS Zorn. Eine ganze Flotte. Ja, ein Trägerverband halt. Arcana 1 Status. Im Anflug auf den Flugzeugträger kommen. Alles klar, danach ist sofort da zurückkommen. So verstanden, kommen. Ende. Ja, nein. Bitte? Ist jemand da, der uns empfängt? Negativ. Wir können doch kein... Verletzten allein auf Flugträger lassen. Oh Gott. Es hat doch keiner gerechnet, dass wir sie so schnell finden. Naja, wir haben Blackouts gesehen. Naja, ich bin rausgegangen. Ja, war aber ganz stark der Annahme, dass die Russen halt keine Blackhawks haben. Arcana 2 Status. Noch auf dem Weg zum Sammelpunkt. Wir befinden uns jetzt circa 1,5 Kilometer östlich von der Absturzstelle. Okay, der Arzt kommt gleich, das haben wir nicht gewusst. Wir fliegen die anderen sofort rein, gehen sie schon mal unter Deck. Versuchen sie sich selber zu versorgen. Sagen sie uns, wenn sie draußen sind. Dor, Gunner, sagen, wenn alle draußen sind und wir Airborne gehen kann. Bewegen sie sich, wie gesagt, ca. 4 bis 500 Meter nördlich der Abschnittstelle. Dort ist Sammelpunkt. Kommen. 209. Denkst du verstanden? Der Sammelpunkt an dem Fluss. Komm. Negativ, kein Fluss, wir sind mitten im Wald. Kommen. Okay, 228. 6,5 Klicks. Okay, check, ich glaube, ich weiß, wo es ist. Arcano 1, wieder am Rückweg. Bestätigt Arcano 1, neue Abholposition wird gleich durchgegeben. Verstanden. An die Dorgunner, wenn wir alle ausgeflogen haben, dann drehen wir nochmal über den Blackhawk und zerschießen ihn mit unseren Miniguns, damit der Feind keinen Blackhawk bekommt. So verstanden? Rechts check. Ausgezeichnet. 5 Klicks. 2, 3, 5. Ein Stück nach rechts korrigieren. Vier Klicks. Arcano 1, 4 Klicks von Abstelle. Arcano 1, bleiben Sie noch in der Nähe von Sona. Wiederhole Sona, kommen. Wo ist Zona? Frage, was ist Zona? Kommen. Zona, den Punkt, den wir vorhin gerade im fernen Flug definiert haben. Geben, eine Sekunde. 133102? Ganz genau, ja. Kommen. So verstanden. Hoppla, jetzt nach Westen abdrehen. Koordinate 132102, kommen. Direkt nach Westen jetzt. Ja, diese Insel mit dem Schriftzug Sona, kommen. Schon gefunden.
Also diese Insel hier unter uns, wa? Genau, ja. Da ist ja, wenn... Hügel und über dem Hügel sollen wir kreisen. Okay, weil dann musst du mir das sagen, weil dann fliege ich ein bisschen anders an. Aber gut so. Ja, ich habe auch gerade jetzt erfahren, dass man daher und es hat mir keiner gesagt, dass das Sona ist. Ich habe nur vorher irgendwelche Koordinaten mitbekommen, aber weißt du, wenn da hinten das Quadquassel, der Funk reinkommt, der funkt. Ja, das muss man üben, ja. Also das Quad soll da hinten einfach mal, wenn man jemanden transportiert, die Schnauze halten, ne? Das ist Nachbesprechung, das machen wir dann. Jo. Arcano 1 für Koten. Arcano 1 für Tokio, kommen. Arcano 1 hört, kommen. Suchen Sie die Küste nach einer Airstrobe ab, kommen. Suchen Küste nach einer Airstrobe ab, nördlich-südlich von Sona bitte, kommen. Fast direkt westlich, nordwestlich in die Richtung. So verstanden, nordwestlich von Sona nach Airstrobe suchen, kommen. Wo genau die sind, wissen wir selbst nicht, also suchen Sie die Küste genau ab, mit Fokus nach Westen, kommen. Rechts schaut schon, keine Sicht. Okay, ja, machen wir so, kommen. Ende. Ich drehe gleich ein, weil wir sind ziemlich südlich, wa? Ja, hast du mich gar nicht gehört? Negativ. Okay, ja, wir müssen nordwestlich, wir fliegen gerade in die falsche. Airstrobe auf 300. Genauere Angaben? Ah ja, ich sehe es. Okay, jetzt zwischen den beiden Inseln, ja. Airstrobe gesichtet. Landeanflug in der Nähe, Truppen vor Ort einsammeln und zum Träger zurückbringen. Kommen. So verstanden, sammeln die dortigen Truppen ein. Kommen. Lageinfo, wir brauchen unbedingt einen Medic in diesem Flug, da die Piloten, die wir gerettet haben, verwundet sind. Kommen. Wir haben, alles klar, wir haben einen einzigen Mediziner bei uns, einen Moment. Kannst du da im Wasser runtergehen, oder? Nee, da im Feld links. Wir landen südlich vom Airstrobe im Feld, kommen. Da sind auch zu viele Bäume, ich drehe nochmal neu an. Auf 1 Uhr sieht's gut aus. Kano 1, Marekameldung. Sind im Landeanflug, ist nur schwierig wegen Bäume kommen. Bestätigt, lassen sich Zeit. So weit hin, so hoch, 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 hoch!
das war knapp. Kannst du da hinter dem Steg nicht landen? Ist das nicht, wäre da nicht genügend Platz? Direkt jetzt auf 12? Ich weiß, du kannst nicht reden, es war nur ein Vorschlag. Ja, rechts sieht's gut aus. Bisschen auf Land. Hier ist der übelste Downwash, das ist der Wahnsinn. Kano 1, Touchdown. Dorgana, nach hinten gucken, ob da irgendwelche Bäume sind. Ich will rückwärts rausfliegen. Negativ, du kannst direkt rückwärts ins Wasser raus. Check, dann sag mir, wenn alle drauf sind, dann zieh ich ab. Hier ist Downwash. Bouncy sitzt? Frage? Ja. Egal, er sitzt. Kurz so sitzt. Okay, Abflugkurs 0. Alle drin. Alle drin. Bestätigt, haben gerade aufgesessen und heben ab. Master Jack ist alle drin. Heli ist leicht beschädigt. Da sind jetzt gestartet. Der Arbeit, Jungs. Der hat den totalen Kraftverlust auf die niedrige Höhe, krass. Ich bin stolz auf euch, weil das so geht. 045. 5,7 Klicks. Okay, habt ihr gehört, wir brauchen den Medic dann für die Piloten. Die Ärzte auf dem Flugzeugträger sind überfordert. What? Wie zur Hölle habt ihr es gepackt, euch zu verletzen? Nicht die Piloten, die wir retten sollten. Achso. Ihr Klick Richtung Boot. Visual to Armada. Die anderen Teams sind jetzt da rum und suchen nach den Piloten oder was? Die Piloten sind gefunden worden. Ja, eben. Die sind schon auf dem Schiff. Die sind schon. Achso, ja. Jeder von unseren Feinden geht schon wahrscheinlich. Achso, ja, die müssen sie machen. Russen halt, ne? Ja, nicht an dich. Aber ich mache mir eher Sorgen, dass die vielleicht unser Squad finden. Arcana 1 beginnt Landeanflug auf Flugzeugträger. Arcana 1 nach Landung sofort wieder abheben. So, verstanden. Wieder zur Checkpoint-Zone. Positiv, positiv. So, verstanden. Arcano 1, Status der Maschine, kommen. Alles grün. Hast du gefunkt jetzt oder soll ich es nur so durchgehen? Ne, es war im Kleinen, also hier im Fahrzeug, du musst nochmal. Achso, okay. Alles grün. Alles grün, bestätige. Ich wusste noch nicht, ob du das siehst. Ja, ich habe die normalen Anzeigen. Sprit reicht auch noch. Infanterie fertig machen zum Absitzen. Check. Wenn er bei Pfiff vom Co-Piloten kommt, absitzen, alle weg vom Helikopter, erstmal weg.
Dann am besten sucht die Geretteten und versorgt die mal notdürftig, bis wir mit dem Medic da sind. Keine Ahnung, wo sich die verkrochen haben. Ist Gonzo nicht hier drin? Gonzo ist hier drin, ja. Achso, der ist eh schon dabei. Achso, ja, Medic ist an Bord. Ja, das ist ja geil. Das wusste ich nicht. Alles gut. Okay, Touchdown. Okay. Ich glaube auf 12 Uhr. Okay, ihr seid frei. Okay, wir sind frei. Okay, frei. Sona auf 228, 5,7 Kilometer. Arcano 1 hat das Squad abgeladen, ist am Weg zu Sona. Bestätigt. Rote Kette. Ja, ich hab gelbe Kette. Arcano ist auf 215, 2,5 Klicks. Nicht Arcano, Sona, sorry. Ja, die erste Insel hier vor uns, ne? Jo. Frag mal, ob das dann der letzte Schwung ist, den wir abholen. Tokio, hier Arcano 1 kommen. Herzlich kommen. Frage vom Piloten, ist das der letzte Flug für uns kommen? Negativ, negativ, vorletzter. An selber Stelle, wo sie gerade eben gelandet sind, wieder anders kommen. So verstanden kommen. Wir sehen aber weiter nördlich zwei weitere IR kommen. Ja, direkt bei den zwei IR landen kommen. Okay, siehst du dich auf 12? Ja, ich drehe einmal und dann gehe ich da rein. Die IR unter ihnen müssen das jetzt haben. So verstanden, müssen eine Runde für den Anflug machen, dann kommen wir reinkommen. Bestätigt, bestätigt. Little Bird wird jetzt übergewiesen, ne? Nee. Nicht? Nee. Arcano 2 auf die Arcano 1 aufsitzen, kommen. Arcano 2, Meldung. Ach, sag jetzt nicht, dass jetzt die anderen Piloten weg sind. Die IR-Granaten waren weiter rechts, gell? Ich land ja, jetzt da an der Küste. Bitte? Ich land jetzt wieder an der Küste. Nee, weiter nördlich waren die. Ein Stück weiter, ca. 200 Meter weiter nördlich, auf einem riesen freien Feld. Ich dachte, du hast dich gesehen, sorry. Es waren zwei genau nebeneinander. Das sind doch Schüsse! Beschuss links. Arcano 1, Meldung. Feuer wieder. Arcano 1 bekommt Beschuss von Westen. Abdrehen. Abdrehen. Motor! Wir gehen runter. Motorschaden, wir müssen runter. Ah, shit. Raus. Fuck, man.
Keine 1 Meldung, hat jemand überlebt? Stand by. Master am Start. Feuerstatus alle erstmal rot. Wir haben eh nur Pistolen. Durchzählen, Master. Arcana 1, Meldung. Barantes. Monster. Hallo. Ja, hallo. Hier Arcano 1, mindestens 3 Überlebende. Standby. Hilfe, ich brauche einen Medic! Er ist nicht hier. Scheiße, Mann. Okay, ihr habt es echt überlebt. Oh, warte, gut, ich gut. Nicht ziehen. Hoppala. Warum Alter! Ich... Ja, ich, bei mir steht linke Maus, dass sie loslassen. Ah! Was ist da? Jungs, dass ihr auf Wasser nicht landen könnt, ist aber euch aber klar, oder? Ich war der Engine fliegen ist auch Motor. Schwierig, würde ich sagen. Gut, sprechen einstellen, konzentriert euch. Der BMP ist in der Nähe, wir wurden beschossen. Ja, wir haben es gesehen, wir haben die Tracer vom BMP gesehen. BMP 130 Grad. Keine Ahnung, Alter, auf jeden Fall ist ja eine Heli jetzt down und wir haben keine Piloten, wir haben einen Flugzeugträger. Doch, die Verletzten. Doch, die Verletzten. Naja, wir haben die verletzten Piloten am Flugzeugträger. Ja, aber die hole ich nicht rein, wenn dort vorne auf 130 BMP steht. Ja, aber ansonsten kommen wir nicht raus. Ja, den hole ich trotzdem jetzt noch nicht rein. Ach. Runter, Alter, runter, FIFA. Versteckt euch, ich hab keinen Bock, dass uns der BMP sieht. Verdammt, dich hat's erwischt. Bist du aber eh noch da, oder Master? Okay. Ich hab das linke Bein gleich zu. Dann mach ich mal den Torso. Aber ich hab keine Verbandsdinger mehr. Wir brauchen jemanden mit Verbandspaketen. Yamato, Yoto, Yoto, Info, 130 BP. Geh in Deckung, Mann, geh in Deckung. Auf 130 BP, das Teil, was auf euch schießt. Komm hier rüber, komm, geh in Deckung, voll Master. Kann dir nicht mal helfen mit einer Rauchgranate, Alter. Nee, nee, es passt schon, ich hab ihn. Nicht dir, meinem Squad. Achso. Okay, wir sollten vielleicht lieber in... Oh, Scheiße. Oh, Scheiße!